Hallo und herzlich willkommen in einer neuen Folge The Witcher. Letzte Folge haben wir ein paar Alinas getötet, um Spiegelscherben zu finden. Der liegt hier. Pflaumentinktur, nehmen wir mit. Können gar nicht mehr so viel mitnehmen, aber brauchen wir auch nicht. Ist in Ordnung. So, müssen wir denn jetzt noch weitere Spiegelscherben finden? Die Hitze des Tages. Ich habe die Spiegelscherben gefunden. Okay, gut, dann sind wir damit schon mal fertig. Bevor ich den Spiegel der Mittagserscheinung gebe, sollte ich ihn reparieren lassen. Ich muss einen Handwerker finden, der mir bei der Reparatur helfen kann. Und dann müssen wir natürlich wieder ins Dorf. Oh, wo kommt der denn her? Oh, ist der... Halt! Na! Jetzt schon wieder das gleiche Spiel von vorne. Okay, er ist schnell, aber... Es ist einfach schwer, ihn zu kriegen. Wyvern mit Feuer bekämpfen, ist das nicht sinnlos? Spannen die nicht vielleicht selber Feuer? Ach du Schande. Es geht ja wieder gut los. Noch ein Biwan. Da drüben, aber muss ich jetzt nicht haben. So, das nehmen wir mit. Und wir müssen in diese Richtung. Okay. Das wäre es jetzt, wenn uns jetzt die Riesentausendfüßler begegnen würden. Das wäre ganz hervorragend. Aber nee, ich glaube nicht. Wir entgehen denen mal wieder. Mir auch lieber so, weil ich einfach keine Ahnung habe, wie ich die bekämpfen soll. So. Hier lang. Handwerker, Handwerker. Ne, hier wird er nicht sein. Ich glaube, wir haben den ja sogar schon mal gesehen. Ich kürze ein bisschen ab hier. Hochzeitsgast und du bist der Schmied. Seid gegrüßt. Hallo. Wie kann ich dem Herrn helfen? Wer mögt ihr wohl sein? Ich bin ein Meisterhandwerker zu euren Diensten. Ich erledige Reparaturarbeiten jeder Art, stelle ungewöhnliche Objekte her und bin ein tüchtiger, kreativer Schmied und Zimmermann. Sie sind eingestellt. Klang jetzt wie ein Bewerbungsgespräch. Ja. Könnt ihr einen zerschmetterten Spiegel zusammensetzen? Für 100 Orens. Ja, ist in Ordnung. Abgemacht. Hier sind die Teile. Ich bezahle euch, wenn ihr fertig seid. Aber ich meine mich zu erinnern, dass das nicht alles war. Der braucht jetzt bestimmt ein bisschen Zeit. Schauen wir mal, wie es bei den anderen Quests vorangeht. Ja, haben wir ein bisschen was aktualisiert. Ich habe Alvin gesagt, dass seine Kräfte eine Gabe sind. Der Kleine scheint jemanden zu brauchen, der ihn führt. Ich werde mich vorübergehend um ihn kümmern, der mir ohnehin überall hin folgt. Es stellte sich heraus, dass Berenga für die Salamandra arbeitet.
wenn auch unfreiwillig. Der Professor hat ihn losgeschickt, um Alvin zu suchen. Also werden sich unsere Wege sicherlich kreuzen. Der wird ja Neupriester. Ich muss den Beweis dafür, dass ich den Wodja Neupriester getötet habe, zum Dorfprofess bringen. Stimmt, das war ja die Trophäe. Das können wir mal eben schnell machen. Ein bisschen Geld verdienen. Obwohl ich sicherlich genug Geld habe. Bestientöter? Habt ihr Arbeit für einen Hexer? Eine Kreatur, die wie ein Fisch mit Beinen aussieht, erscheint am See. Es heißt, die Gruft auf den Feldern beherbergt eine Bestie. Sie hat riesige Zähne und gleicht einer toten Schwiegermutter. Sie soll grässlich sein. Gibt es Belohnung für diese Kreaturen? Bringt mir einen Beweis. Dann bin ich großzügig. Waren wir nicht in der Gruft auf den Feldern? Oh Mann, gab's da wieder mal was, wo ich den Slot für Trophäen besetzt habe und deswegen nicht bekommen habe? Ich habe den Fischmann getötet. Große Götter, was ist das denn? Nehmt eure 800 Orens und schafft das garstige Ding weg! Okay. Lebt wohl. 800 Orens, Mann, Mann, Mann. Nicht schlecht. Oh, okay. Was haben wir denn noch so? Verschnaufpause. Es hat sich herausgestellt, dass die Salamandrer von Ada unterstützt werden, der Tochter des Königs. Ich konnte die Organisation in Visima vernichten und den Professor töten, doch habe ich damit den Sohn der Prinzessin erregt. Triss rettete mein Leben. Ich glaube, das haben wir schon mal gelesen. Ich bin mir nicht sicher. Ich schau mal, was denn die Sekundärquests sind, weil ich möchte nicht alle Hauptquests erledigen und dann sind wir hier schon fertig mit dem Kapitel und dann kann ich die Nebenquests nicht mehr erfüllen. Das wäre schrecklich für mich. Ah ja, Zahnarzt können wir gerade nicht treffen. Faustkampf. Beim Friedhof in den Sümpfen. Also die Sümpfe sehen wir hier momentan wahrscheinlich nicht, oder? Im Sumpf hinter Alt-Visima. Kann das sein, dass ich da was verpasst habe? Ich weiß es nicht. Ah ja, die Drangsale, das wollte man ja weitermachen. Das Katzenreitgeschirr habe ich. Und ich sollte mit der Hexe sprechen. Halt, andere Richtung. Hier. Abby, ich hab dein Katzenreitgeschirr. Was wollt ihr? Ich habe den Schatz der Griggs. Dann bringt das Reitgeschirr jetzt zur Kapelle unserer Griggs. Sie steht bei der Brücke. Ein kleines rotes Sandhorn. Geht am folgenden Tag wieder hin und seht nach, ob die Griggs das Geschenk akzeptiert haben. Wie erkenne ich das? Sie werden euch wiederum ein kostbares Geschenk überlassen, das Freundschaft oder Freude symbolisiert. Wenn Hahn dieses Geschenk bei sich hat, behelligen ihn die Griggs nicht mehr. Lebt wohl. Okay, Abby, wo ich schon mal bei dir bin, hast du vielleicht... Was wollt ihr? Zufällig weißen Honig.
Sieht nicht so aus. Nein. Nein, nein. Gut. Wir kümmern uns um die Drangsale. Um die Griggs, um genau zu sein. Also erstmal denke ich Richtung Brücke. Und hier lang nicht. Da ist sie. Vögel. Da hört man sie schon. Kleinen Putzigen. Die kleine Kapelle einer Gottheit. Wer hält hier Andacht? Ja, das weißt du doch schon. Da. Dachte schon. Stufe aufgestiegen. Cool. Die Kriegs haben das Geschenk angenommen und mir ihrerseits ein vierblättriges Kleeblatt geschenkt. Ach, das habe ich schon jetzt? Ich soll es dem Maurer bringen. Das sollte ihn glücklich machen. Das habe ich jetzt sofort bekommen? Ah! Ach so, ich dachte, ich müsste dann noch warten. Hey, Han! Herr! Ich habe eine Übereinkunft mit den Griggs erzielt. Ich bin beeindruckt. Wenn ihr dieses vierblättrige Kleeblatt tragt, behelligen sie euch nicht. Vielleicht kann ich die Brücke vor dem ersten Schneefall vollenden. Nun zu eurer Belohnung. Ich nehme das Buch über Geister. Das könnte nützlich sein, aber das habe ich vielleicht auch schon mal gehabt. Ich könnte die Hilfe eures Sohnes brauchen. Ich bevorzuge Gold. Ich nehme das. Ich könnte die Hilfe eures Sohnes brauchen. Er ist mutig, aber nicht sehr klug. Er bleibt bei euch, während ihr durch die Felder zieht. Danke. Alles klar. Läuft er uns jetzt die ganze Zeit hinterher? Ja. Wo haben wir denn... Hier haben wir überhaupt kein Feuer. Na, ganz große Klasse. Gut, was machen wir dann? Faustkampf? Muss jetzt nicht unbedingt sein. Die Wellen? Es scheint einen Konflikt zwischen den Menschen und den Vodianoi zu geben. Ein anderer Hexer wollte das Problem lösen, hat dann aber nichts unternommen. Es heißt, ich könnte ihn in der Gruft finden. Das machen wir mal. Da muss ich wohl schon wieder zurück. Ist es wieder zu den Feldern? Ich glaube. Aber wir haben ja hier unseren guten... Wie hieß er noch? Der Sohn von Han. Wie heißt du? Wo bist du? Oh, der läuft aber langsam. Der soll mir eine Hilfe sein? Pat. Wieso läufst du so langsam? Da bin ich ja schon gestorben, ehe der bei mir ankommt, um mir zu helfen.
Den Schmuck könnten sie hier so langsam abtun. Hochzeit findet ja nicht statt. Könnten dann eher so schwarze Fahnen hinhängen. Ach, Alvin, hier bist du wieder. Okay, das sind nicht die Felder, sondern sind wir wieder in der Nähe vom Seeufer. Oder? Oh. Flatterer. Stand hier, wie ich die bekämpfen kann? Warte, ich will nur kurz gucken. Ich weiß, es nervt. Kann ich mir vorstellen. Hä? Die hätte ich doch auf jeden Fall drin. Okay, ich finde sie nicht. Wird schon gehen. Doch, kein Problem. Ich bin ja inzwischen etwas stärker. Ah, ja, da war ja noch was. Geld kann ich trotzdem mitnehmen. So. War hier irgendwo ein Lagerfeuer? Ich bin da. Ich gehe nochmal zurück hier zum Lagerfeuer, bevor ich in diese Gruft gehe. Ja, geil. Und dann meditiere ich und dann sind die Flatterer wieder da. Das war dann natürlich sehr sinnvoll. Aber ich will halt meine Talente noch schnell verteilen. So. Erden. Das benutzen wir eigentlich auch sehr selten. Machen wir eben hier das voll. Und Stahl, Silber. Was? Hä? Habe ich das alles schon gemacht? Praktisch. So, das hätten wir verteilt. Ich glaube, hier kann ich wieder nicht viel machen, weil mir Redes fehlt wahrscheinlich. Ah, der ist ganz gut, den mache ich mal. Katze. Katze dürften wir doch auch wieder... nicht mehr haben. Okay, wir haben einen Slot frei. Das ist gut. Nekrophagenöl, naja. Ja. Braucht man noch irgendwas an? Nee, wir lassen es dann. Gut. So. Nochmal Flatterer töten. Ja.
Nee, sie sind noch nicht da wieder. Okay. Soll ich vorher die Katze schon nehmen? Nee, schau erstmal. Berenga, der mysteriöse Hexer und Ausgestoßene. Endlich habe ich ihn gefunden. Und er wartet zufällig am Grufteingang. Was wollt ihr, Hexer? Ich suche euch schon eine ganze Weile, Berenga. Ich habe ein paar Fragen. Wollt ihr sagen, ihr sucht nicht nach dieser legendären Rüstung? Nun, dann werdet ihr einen Moment warten müssen, denn gleich werden eine Erscheinung und mehrere Bruxe hier sein. Werdet ihr mit ihnen fertig? Traut ihr mir das nicht zu? Okay, spielt ruhig den harten Kerl. Wie der alte Haudegen Wese mir zu sagen pflegte, kämpft und lasst euch überraschen. Ich höre sie kommen. Macht euch bereit. Ich bin seit meiner Kindheit bereit. Dafür haben diese Bastarde in Kaer Morhen gesorgt. Wir kümmern uns erst in der nächsten Folge. Ha! Ich kann gar nicht speichern. Wir kümmern uns nicht in der nächsten Folge um die. Halt, ich muss das mal eben einsammeln hier. Ich habe ja Zeit. Ich wollte gerade die Folge beenden. Aber ich sammle hier erstmal ein. Okay, ich nehme eine Katze. Obwohl, jetzt kann ich ja die Folge beenden und speichern. Weil ihr dürft mir hier noch beim Suchen zugucken. Da! Hier. So. Und damit beende ich die Folge. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.